freue mich sehr, dass wir heute im Bewohnerinnenzentrum den Uwe Mauch gewinnen konnten für eine Lesung aus seinem neuen, ganz aktuellen Buch Home Stories aus dem Wiener Gemeindebau. Es gab ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt schon jemals so ein Buch gegeben hat. Reden kann seit bald einem halben Jahrhundert im Gemeindebau, der, wie Stadthistoriker anmerken, immer schon heftig umstritten war. Stehen Wahlen an, bemühen Politstrategen mit staatstragenden Mienen das Klischee vom Kampf um den Gemeindebau. Dabei gibt es den Gemeindebau als Verallgemeinerung des sozialen Elends, Heimat der Bildungsfernen, Synonym für Substandard und Ort der Vorstadt gar nicht. Als Bewohner von Stiege 8, Tür 7 darf ich festhalten, dass die Mikrowelten in den Wiener Gemeindebauten bei weitem nicht so brutal, trostlos und exotisch sind, wie Krawallpolitiker und Krawalljournalisten behaupten. Es lebt sich bei uns aber auch nicht so sorgenfrei, wie es uns die große Rathaus-PR-Maschine weismachen will. In Stiege 8, Tür 7 erzähle ich die etwas andere Home Story. Es ist die Geschichte von einem, der vom Roten Wien nicht nur gehört und gelesen hat, sondern mittendrin wohnt. Es ist auch der Versuch, die verlorene Ehre des Gemeindebaus wiederherzustellen. Warum mir das so wichtig ist? Weil der soziale Wohnbau in einer zunehmend neoliberalen Europäischen Union untergraben wird. Weil ich dafür bin, dass die Idee von einem menschenwürdigen Leben für möglichst alle immaterielles Weltkulturerbe wird. Gut, wunderbare Bilder. Ist es Illustration oder ist es Karikatur? Ja, danke für das Kompliment. Also Karikatur ist es nicht. Das ist eine gute Frage. Die Frage wurde vorher auch schon mal gestellt. Nein, ganz und gar nicht. Es wirkt vielleicht ein bisschen so, weil ich zeichne sehr schnell. Und zwar deshalb, weil ich die Leute live zeichne. Also das sind lebendige Menschen, die gibt es wirklich. Und die bewegen sich meistens auch ganz schnell. Und ich muss einfach sehr schnell sein, um die Leute in der Situation zu erfassen und festzuhalten und zu notieren, damit ich sie erwische. Und deshalb muss man sich sehr auf das Wesentliche konzentrieren und fokussieren und sehr schnell sein. Und dadurch wird einfach dieses Wesentliche quasi so betont. Und deshalb schauen sie vielleicht manchmal ein bisschen wie Karikaturen aus. Aber ich finde, das ist doch ein großer Unterschied ist, weil ich möchte mich nicht über die Menschen irgendwie lustig machen oder ihre Schwächen irgendwie überzeichnen oder hervorheben, sondern das Wesentliche, was ich in dem Augenblick an ihnen wahrnehme als wesentlich, ich kann es ja nur im Augenblick wahrnehmen, festhalten und aufs Papier bringen. Also wenn man so durchgeht und sich die Bilder anschaut, das ist schon sehr bezeichnend und trifft auch wirklich zu. Also es ist wirklich wie eine, sag mal, eine Momentaufnahme. Ja, genau, also Momentaufnahme. Ich glaube, das ist ein sehr zutreffender Ausdruck dafür. Genau, so ist es, ja. Und war das schwer? Es ist ja doch, ein Gemeindebau zeichnen ist ja nicht unbedingt üblich. Also es war irgendwie sehr schön und sehr spannend und es stimmt genau, was Sie sagen. Also ich habe mich am Anfang schon ein bisschen beobachtet gefühlt. Also die Leute passen da aufeinander und wenn da jemand sitzt im Hof, der nicht bekannt ist, dann wird man ein bisschen skeptisch angeschaut. Und ich finde das aber sehr gut, weil das spricht eigentlich sehr für die Gemeinschaft, die es hier gibt offensichtlich. Und ja, und dann habe ich mir halt irgendwie überlegen müssen, wie ich auch einen freundlichen Kontakt auch herstelle. Und da sind mir eigentlich die Kinder sehr zu Hilfe gekommen, muss ich sagen. Und das war dann auch sehr schön. Und über die Kinder sozusagen habe ich auch die Brücke dann zu den Bewohnern gefunden. Und gibt es schon ein neues Projekt? Ja, es gibt ein Ausstellungsprojekt. Das ist an und für sich auch schon fertig. Das wird im
im Jänner nächsten Jahres in der Gebietsbetreuung im 20. Bezirk gibt es eine Ausstellung mit Fotos und Zeichnungen von mir und Fotos von einer Kollegin, einer Fotokünstlerin, das ist die Bettina Frenzel. Da haben wir beide den Uli Seuker, das ist ein Jazzer, ein Schlagzeuger, bei Konzerten. Sie hat fotografiert und ich habe gezeichnet. Also nicht er allein, sondern immer jeweils mit der Band. Und das Konzept war mal zu probieren, anzuschauen, wie man ein und dieselbe Situation mit zwei unterschiedlichen Medien umsetzt und das nebeneinander zu stellen und zu schauen, wie das, was sich da entwickelt. Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an und wir schauen, dass wir vorbeikommen können. Wunderbar, würde mich sehr freuen. Wunderbar, danke schön. Danke auch. Ja, selber war es ja. Das ist der Ordinator. Der Ordinator. Ordinator wie Terminator, sagt der Otto, wenn er erklärt, warum er für seine Mailadresse nicht einfach seinen Vornamen gewählt hat. Dabei hat mein langjähriger Nachbar überhaupt nichts Brutales, Schwarzenegger-mäßiges an sich. Auf den ersten und auch auf den zweiten Blick ist er mehr der Michael Douglas von der Achterstiege. Eine absolut sympathische Erscheinung, die gerne ein bisschen jammert, aber ebenso gerne lacht. Servus Michael. Die allermeisten von uns mögen ihn. Der Otto wohnt mit seiner Frau, der Marianne, im Erdgeschoss. Die Tochter der beiden ist schon vor vielen Jahren ausgezogen. Er hat Maschinenschlosser gelernt. Die schönste Zeit in seinem Berufsleben war hingegen die als Straßenbahner. Seit ein paar Jahren schon ist er in Pension, aber noch lange nicht im Ruhestand. Er ist ein leidenschaftlicher Bastler und Helfer. Wenn ich wieder einmal meinen Kellerschlüssel an der Kellertür stecken lasse, bringt er ihn in Sicherheit. Ich höre ihm gerne zu, wenn er erzählt, denn er wohnt am längsten auf unserer Stiege. Uwe, du hast ziemlich lang, glaube ich, gearbeitet an diesem Buch. Ja, 50 Jahre lang, also fast 50 Jahre, weil so alt bin ich doch noch nicht. Aber eigentlich zum Recherchieren habe ich angefangen mit 2 Jahren, als ich in einen Gemeindebau eingezogen bin. Und die Recherchen gehen eigentlich weiter. Ernst gesagt, also ein gutes Jahr habe ich dann geschrieben. Aber es sind viele Erfahrungen eingeflossen, die halt schon auch vorher irgendwo im Laufe meines Lebens im Gemeindebau aufgestanden sind. Wenn man deine Blogs im Kurier sieht, du beschäftigst dich eigentlich fast immer mit Menschen, oder? Ja, würde ich schon sagen. Ja, also ein bisschen ein anderer Zugang als diese Society-Berichterstattung. Mhm. Menschen, die zum Gelingen dieser Stadt beitragen, ist im Wesentlichen so mein Arbeitsmotto. Über die Lugners, die eh nichts zum Sagen haben, die finde ich nicht so wahnsinnig prickelnd spannend. Mhm. Aber es gibt so wahnsinnig schöne Geschichten von Leuten wie du und ich und man kennt das wahrscheinlich sehr, sehr lange noch weiterspielen. Mhm. Es gibt 2 Millionen Menschen in der Stadt, 500.000 im Gemeindebau, mhm. Sehr, sehr viele Floridsdorfer, die spannend sind und also fad wird es mir nicht. Kann ich mir vorstellen, ich glaube, es gehört auch gezeigt und es gehört auch darüber gesprochen, dass es diese Menschen gibt. Ich glaube, das verdienen sie sich. Ne? Ja, und es ist ja so, dass die oft gar nicht, die es nicht notwendig empfinden, einmal zu sagen, also die sich auch, dass die sich auch wundern, dass sie jetzt gefragt werden, interviewt zu werden, die sich auch gar nicht sehen als jemand, der porträtiert wird. Dabei haben die so wirklich spannende Geschichten zu erzählen. Ja. Was ist so, jetzt dieses Projekt ist, kann man sagen, mal abgeschlossen, wobei die Geschichten über den Gemeindebau oder das Leben über den Gemeindebau ja nie wirklich ganz abgeschlossen ist. Also, weiß nicht, kommt noch ein Folgebuch oder arbeitest du schon was Neues? Zunächst einmal, also in meinem Blog auf kurier.at werde ich weiterhin auch über den Gemeindebau berichten, wiewohl nicht ausschließlich, weil der heißt Ansichten von unterwegs, also was ein Redakteur halt so tagsüber und in einer Woche so erlebt, da wird mich auch immer wieder der Fokus in den Gemeindebau bringen, aber nicht ausschließlich. Das andere ist, dass natürlich neue Projekte gibt und eins wäre,
Da bin ich allerdings noch wirklich sehr, sehr am Anfang und es ist ein noch ungelegtes Ei. Aber was mir sehr taugen würde, wäre so Sozialreportagen zu machen im Geiste des Max Winter, der vor gut 100 Jahren, mehr als 100 Jahren als Journalist und Sozialpolitiker in Wien aktiv war. Und sich anzuschauen irgendwie, also ein Buch heißt Im unterirdischen Wien von Max Winter. Wie ist das unterirdische Wien am Beginn des 21. Jahrhunderts? Es gibt auch heute noch ausreichend viele Menschen, die an oder unter der Armutsgrenze leben. Das ist eine andere Form von Armut als vielleicht vor 100 Jahren, aber die sich mal näher anzuschauen und da zu zeigen, irgendwie, es ist zwar eine der reichsten Städte der Welt und vielleicht auch eine der lebenswertesten Städte der Welt, aber es gibt durchaus Nachbarn und Bewohner dieser Stadt, die es nicht so gut getroffen haben. Wäre vielleicht auch dann eine Anregung, dass man sich wiederum ein bisschen mehr um seine Nachbarn, seine Bekannten, die Menschen in dieser Stadt auch kümmert, die nicht so vom Glück betroffen sind. Absolut, ja. Also bin geprägt sozusagen aus meinen Erfahrungen, die durch Mitarbeit bei der Straßenzeitung Augustin seit vielen, vielen Jahren machen durfte. Ich habe 7 Jahre lang die Augustin-Verkäufer, die haben eine Fußballmannschaft, die habe ich trainiert und habe da sehr hautnah mitbekommen, welche Probleme es da gibt und die wir uns teilweise nicht einmal vorstellen können. Gut, dann eine ganz wichtige Frage, wo kann man dein Buch bekommen? Also, wenn man in Floridsdorf zu Hause ist, dann kann man eigentlich nur den Walter Kettner empfehlen, den Buchhändler am Spitz. Also ich bekomme kein Geld von ihm, wenn ich das jetzt sage, aber der hat das Buch sicher. Man kriegt es natürlich in allen anderen Buchhandlungen auch. Man kann es auch über das Internet bestellen, wobei ich sagen muss, irgendwie gescheiter ist, die Menschen gehen zu diesen kleinen Buchhändlern und bedienen nicht die Konzerne, wo man nicht genau weiß, irgendwie, wer da das Geld verdient. Wenn man in eine Buchhandlung geht, weiß man irgendwie, das ist ehrlich angelegt. Es kommt die Beratung dazu. Ne? Und der kann auch beraten, ja. Na gut, das hat mich gefreut. Ja. Es war ein tolles Buch und man kann es wirklich allen nur empfehlen. Auch nicht nur Menschen, die da in der Gegend wohnen, sondern es betrifft eigentlich fast alle Gemeindebauten. Ne? Ja, es ist ein Buch für Wien, aber spielt hier. Also es spielt hier in Floridsdorf. Also das hat also ein Buch über einen Gemeindebau haben viele, viele andere Bezirke nicht. Genau, so ist es. Gut, okay, ich sage Dankeschön. Danke. Klar. Als mein Schwager in Floridsdorf besucht habe, habe ich gesagt, dass ich da nicht einmal begraben sein möchte. Als wir dann selbst bei ihm ums Eck eingezogen sind, habe ich gesagt, dass ich da sicher nicht alt werde. Und heute, nach mehr als 30 Jahren, sage ich, da ziehe ich nicht mehr aus. Da bleibe ich bis zu meinem Tod. Was sie besonders schätzt, fragt jemand im Salon und erhält prompt eine Antwort. Diese einzigartige Lebensqualität. Ja, vielen Dank für diese netten Worte, da macht es wirklich Spaß, eine Buchpräsentation zu machen, eine Lesung zu machen. Ich werde mich bemühen, möglichst laut zu reden und zu lesen auch. Ohne Mikrofon ist es bei meiner Stimme ein bisschen hart,
Wenn ihr das Gefühl habt, es ist zu leise, bitte einfach sagen, lauter, ja, das vertrage ich schon. Ich werde jetzt hier